Der letzte Tag in Walt Disney World ist angebrochen. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum letzten Vlog hier aus Walt Disney World. Der letzte Tag hat angebrochen und es geht nach Magic Kingdom. Und ich zeige euch mal, es ist 10 vor 8, der Park macht für Hotelgäste um 8:30 auf und ja, Magic Kingdom hat immer die längste Schlange für den Bus. Wir sind schon relativ früh dran und es sind trotzdem schon so viele Menschen hier. Aber Magic Kingdom ist halt der beliebteste Park, was die Transportation angeht. Ansonsten haben wir heute Morgen schon Genie Plus gebucht. Ich blende euch hier mal das Video ein. Ich werde aber darauf nochmal genauer in einem Q&A Review-Video eingehen, um euch das nochmal genauer zu erklären. Genau um 7 Uhr könnt ihr die erste Lightning Lane sozusagen buchen für die Genie Plus Attraktion. Es sind einige Attraktionen. Wie gesagt, genauer werde ich darauf in einem anderen Video eingehen. Und um 7 Uhr kann man sozusagen die erste Attraktion buchen. Und wir haben uns für Jungle Cruise entschieden, weil das tatsächlich eine der beliebtesten Attraktionen ist. Und um 9, also in 2 Stunden, kann man dann die nächste buchen. Und dann wahrscheinlich im 2-Stunden-Takt oder wenn man die eine Lightning Lane benutzt hat von der einen Attraktion. Ich werde mal gucken, ob das heute so funktioniert, wie gut es funktioniert, ob es sich lohnt, weil ich habe tatsächlich nur gehört, dass es sich für Magic Kingdom am meisten lohnt und für die anderen Parks eher nicht. Und das, die anderen Attraktionen haben wir auch alle so geschafft, weil es tatsächlich nicht so viele Attraktionen in den anderen Parks gibt. Das Magic Kingdom hat die meisten Genie Plus Attraktionen, die in diesen 15, also kostet nur $15 für den ganzen Tag. Hat die meisten Attraktionen, die in $15 enthalten sind. Also vollkommen okay. Ich finde auch $15 für einen ganzen Tag, für ganz, ganz viele Attraktionen echt voll in Ordnung. Die anderen, es gibt ja 2 Attraktionen, die nicht drin enthalten sind. Das ist Seven Dwarfs Mine Train und Space Mountain. Das sind wieder diese Lightning Lanes Genie Plus oder Genie Lightning, was auch immer, wie es heißt. Aber die sind dann nicht enthalten. Die kosten dann nochmal, glaube ich, $10 oder $12 dann nochmal extra. Wir überlegen uns nochmal heute Seven Dwarfs Mine Train zu machen, weil wir haben unseren $100-Gutschein, der unserer Buchung enthalten war, dafür genutzt. $60 haben wir jetzt bezahlt für alle 4. Hätten noch $40 übrig. Wir gucken, ob wir dann nochmal Seven Dwarfs Mine Train dazu buchen. Das können wir aber dann nochmal spontan entscheiden. Außer es ist später ausgebucht. Aber das sehen wir mal. Ja, jetzt warten wir, bis der nächste Bus kommt und dann geht's Richtung Magic Kingdom. Und zu Rope Drop. Ich möchte mir auch nochmal die Show, die Willkommensshow morgens anschauen. Oh, good to go. Come on up here, ma'am. How are you today? Good. Once it turns green, go on through. Go on through. Ja, die Willkommensshow ist jeden Tag immer um 8:55 und dann machen auch die Länder auf. Also die anderen Fantasyland und Tomorrowland haben vorher schon auf für die Hotelgäste. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zum Big Thunder Mountain, um ein bisschen wach zu werden. Hi Chip and Dale! So cute! Love your hat! Thank you.
So, das hat Spaß gemacht am frühen Morgen. Wir sind eigentlich durchgelaufen bis zur Attraktion. Was wir jetzt machen, weiß ich noch nicht. Wir haben jetzt hier noch einen Fotopassfotografen getroffen. Und ja, mal gucken. Vielleicht nochmal Haunted Mansion. Ich schau mal in der App, was die Wartezeiten sagen. Ich habe eben mal geguckt bei Genie Plus. Ich kann tatsächlich erst um 11 Uhr buchen, was ein bisschen, sag ich, behindert ist. Also ich dachte eigentlich um 9, aber nee, um 11. Ich weiß nicht, was das zu tun hat, dass ich erst Jungle Cruise für 10:30 gebucht habe. Keine Ahnung. Also dieses Genie Plus System ist noch ein bisschen sehr kompliziert. Wir haben uns entschieden, wir fahren nochmal Haunted Mansion. Nur für dich, Daniel. 25 Minuten Wartezeit. Ich möchte mir das nochmal anschauen. Es sind sogar nur 13 Minuten, also eigentlich ist es ein Walk-on. Mal gucken, ob es stimmt. News is, you'll have to speak up. I'm a bit hard of hearing and quite dead, you know. Is this haunted room actually stretching? Or is it your imagination? And consider this dismaying observation. This chamber has no windows and no doors. Innerhalb einer Stunde haben wir zwei Attraktionen geschafft, Big Thunder Mountain und Haunted Mansion, nochmal für Daniel gefahren. Und jetzt ist eine halbe Stunde so Lightning Lane für Jungle Cruise. Und ich hoffe, dass wenn wir da reingecheckt haben, mit dem Band, deswegen zeige ich das so, dass ich dann die nächste buchen kann. Ich würde gerne Winnie Pooh als nächstes buchen, mal gucken. Und ja, aber jetzt haben wir nur eine halbe Stunde, jetzt werden wir noch was essen und also ich habe was dabei. Frühstücken. Ich würde gerne später die Spring Rolls probieren. Die sind ja auch hier irgendwo in der Nähe. Aber das ist auch immer eine lange Schlange. Mal gucken. Vielleicht probiere ich sie später mal. Wir sind übrigens wieder bei den schönsten Toiletten, finde ich. Also das ist der schönste Toilettenbereich. Und ich möchte heute Abend nochmal herkommen, auf jeden Fall, wenn es dunkel ist. Weil es soll hier auch einen Fotopassfotografen geben. Und ja, ich möchte unbedingt hier ein Bild haben. Das ist so schön. Vielleicht beim nächsten Besuch mache ich nochmal meinen Rapunzel-Bound von letztem Jahr. Das wäre einfach genial hier. Das ist so schön. Auf dem Weg zur Jungle Cruise haben wir jetzt hier nochmal bei Aloha Isle einen Mobile Order gemacht für einen Dole Whip, aber diesmal ein bisschen anders. Nur Eis ohne Saft, Kokosgeschmack. Da ist er. Thank you. So sieht er aus, für 6 Dollar. So, wir gehen jetzt hier zur Lightning Lane von Jungle Cruise und ich zeige euch, wie das hier funktioniert. Ähnlich wie am Eingang müsst ihr euch... Hi! Thank you! Auch mit dem Band anmelden. Das ist im System hinterlegt. So, jetzt geht's los. Es hat tatsächlich funktioniert, wie ich gedacht habe. Sobald wir hier drin waren und anstehen, konnte ich die nächste Lightning Lane buchen. Ich habe jetzt Winnie Pooh für 12.20 Uhr gebucht. Wir haben jetzt 10.36 Uhr. Wave goodbye to the nice people on the dock. Yeah, wave like you mean it. You'll never see them again. You've never seen them before. You're not going to miss them. It's fine. Wave goodbye to my fans. Yeah, the ceiling fans. I don't know those people waving back. That was weird.
Okay, welcome aboard the world famous Jungle Cruise. We are world famous for being famous around the world. My name is Sam. I'll be your skipper, social director, trail guide, dance instructor, crocodile rifle. Come on, guys! I hired you to help me break camp, not break everything in the camp. Niles. And if you don't believe me, well, you're probably in... denial. Africa. Yeah, that's an African bull elephant, second most feared animal in the jungle. And that right there, the number one most feared animal, is his mother-in-law. Oh, thank you for volunteering to be our captain. Yeah, I'm not your captain, I'm your skipper. I will skip away at the first sign of danger. Now right up here, we have beautiful Schweitzer Falls. Schweitzer Falls, named after the famous German explorer and the founder of the Jungle Navigation Company, Dr. Albert Falls. Yes, good old Dr. Falls. We'll go over that later, don't worry. He's got the microphone. Let's see if we can if he's got any good jokes. It's all right. Oh. Would you look at that. So, these butterflies here are some of the most rare insects in the entire jungle. And apparently they're also delicious. Well, butterflies just aren't what they used to be. Caterpillars. Ah, but here we are now. This is the eighth wonder of the world. The amazing, stupendous, colossal... side of water. So, Jungle Cruise war wirklich witzig, hat mir echt gut gefallen. Und jetzt stehe ich in einer Schlange für Frühlingsrollen. Ja, unglaublich, aber wahr. Aber die sollen wirklich sehr lecker sein. Das sind direkt am Eingang vom Adventureland. Hinter mir ist das Schloss und ja, jetzt stehe ich hier und warte für Frühlingsrollen. Ich hoffe, sie sind es wert. Aber es gibt also sowas wie Cheeseburger Frühlingsrollen und so. Ich habe jetzt die Frühlingsrollen gekauft für $9,50 zwei Stück. Inklusive Dip, zweimal, damit jeder eine Cheeseburger-Frühlingsrolle probieren kann. Teuer sind die Frühlingsrollen, aber auch sehr lecker. Also kann ich ganz klar empfehlen und die Schlange war tatsächlich, ging schneller als gedacht. Also Frühlingsrollen kann ich empfehlen. Am Eingang von Tomorrowland findet ihr die bekannte Purple Wall, sehr bekannt auch für Instagram-Bilder. Und ja, ich mache jetzt auch noch ein paar Fotos. Und hier findet ihr noch eine Figur, und zwar Stitch. Es ist Zeit für unsere Lightning Lane bei Winnie the Pooh. 100 Next week, Trinidad. Maybe for me. If you ask me, he'll never reach that. Oh, a very big waterfall. Oh, what if you had a minute, Trinidad? At last, the rain went away, and everyone gathered together to sing. Hooray! Hooray for Pooh, too. I start the party without me. So, ich gehe mich jetzt bei Mickey anstellen. Meet Mickey. Gibt's hier auch, aber hier ist Mickey tatsächlich in seinem 50er Jahre Kostüm. Und ja, das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Fotos mit Maske, aber ich kenne es ja schon aus Disneyland Paris. Okay, das waren nicht mal 5 Minuten und ich bin bei Mickey schon drin. Da seht ihr ihn. Also das ging ja rucki zucki. Hi Mickey!
How are you today? I love your 50th anniversary outfit. So cute. Love it. So sparkly. Wow. It's amazing. Love the color blue. You always give a shine, Minnie. But Minnie is lovely as well in her dress, right? Oh, you love Minnie. A nice picture of her. Have you spotted her on my skirt? Yeah, it's her. So let's have some pictures. Yeah. Yeah, jetzt bin ich hier auf der Mansion im Confectionery Shop. Hier gibt es so viele tolle Disney Snacks. Schauen wir uns mal um. Hier gibt es auch eine Riesenwand voller M&Ms. Und M&Ms mit 50th Anniversary Logo. Hier könnt ihr sehen, wie die ganzen Süßigkeiten per Hand hergestellt werden. Das sind gerade diese Marshmallow Mickey und Minnie Dinger. Noch Popcorn, ganz viel Popcorn. Ich weiß gar nicht, was das alles für Geschmacksrichtungen sind. Sieht nach Karamell aus. Ich glaube, die kann man, ach, da steht's. Also es gibt Butterflavor, Cheddar, Karamell und die kann man sich dann so zusammenstellen mit verschiedenem Sirup und noch Süßigkeiten, sowas wie M&Ms oder Snickers und sowas kann man sich da vorne zusammen mixen lassen. Aber nee, ich glaube, ich hole mir einen Cupcake oder ein Marshmallow Mickey. Ja, ich habe mich für den 50th Anniversary Cupcake entschieden für $5.50. Ja, sind fast dieselben Preise wie in Paris. Bisschen teurer, aber naja, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Ähnlich wie in Disneyland Paris gibt es hier nur diese kleinen Cavalcades, also die einzelnen Paradewagen. Aber ich habe eben bei Instagram gesehen, dass ab 9. März die Festival of Fantasy, glaube ich, Parade wieder zurückkehrt. Also ab 9. März gibt es hier dann wohl wieder eine richtige Parade. Noch ein Grund wiederzukommen.
Baltimore geflogen und ja, ist im Prinzip derselbe Ride wie in Paris auch. Aber bei uns finde ich tatsächlich die Aussicht viel, viel schöner. Wir haben eine tolle Aussicht aufs Fantasyland, auf unser wunderschönes Schloss. Und ja, deswegen finde ich unseren Dumbo Ride doch einen Ticken schöner. Wir haben uns heute entschieden, bei Pecos Bill Tall Tale Inn and Café zu essen. Zum Mittag, das ist hier im Frontierland, auf dem Weg zum Big Thunder Mountain, da oben. Seht ihr's? Hier gibt's Tacos, Fajitas und ich habe mir die Iridescent Churros bestellt. Ja, heute ist wieder letzter Tagesgönnung, aber ich muss ja noch was nachholen, ne? Ja, also jetzt warten wir, unser Mobile Order ist in 10 Minuten fertig und dann holen wir das Essen ab und dann zeige ich es euch. Was gekostet hat, die Tacos waren $11 und die Fajita-Platte war, glaube ich, $15. Ja, ich habe auch Tacos. Also das sieht wirklich sehr, sehr lecker aus. Also das ist die Fajita-Platte zum Selbstbefüllen der Wraps. Wir haben hier viermal Salsa, Sour Cream, Käse, Salat, Guacamole haben wir extra bestellt für $2. Die kostet irgendwie 15,50 die Platte. Und hier hinten haben wir nochmal Tacos. Alles Chicken, dann gibt es aber noch die, also ihr könnt euch das selbst zusammenstellen. Entweder nur Chicken oder halt es gibt Pork, Chicken und Beef und das seht ihr dann hier und ich habe mir noch die Iridescent Churros bestellt mit, ich weiß nicht, was für eine Soße ist. Ja, sieht sehr, sehr gut aus. Die waren $11, die Iridescent Churros waren $7 und das hier war $15,50 und die Guacamole extra nochmal $2. Ja, wir laufen gerade hinter der Parade her, deswegen ist es wahrscheinlich ein bisschen laut. Essen war wirklich sehr, sehr lecker, also Pecos Bill, Fajita und auch Tacos kann ich ganz klar empfehlen. Die Churros für $7 waren sie jetzt nicht überragend, aber Tacos und Fajitas kann ich ganz klar empfehlen. Good, and you? I think I'd have been Tiara. I feel like that would make anybody say that. Did you find a prince already? No, I don't want to settle for a prince. I want to marry a prince. A king? Yeah. Oh, yeah. Because why settle to be second best when go straight to the top and be the best? I agree. I'm a thinker. Thank you. Hello there. Hello. Hello, Your Majesty. Hello. Lovely to see me. What's your favorite thing about me? My dress, my bow, my stunning disposition. Everything is beautiful. I am wonderful and perfect in every single way. That's true. I know, and I just love hearing it. Yeah. I'll tell everybody how fabulous I am. I will. Thank you. She already agreed that I am wonderful and fabulous, so. First place that everything is good. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu Ariel, zu der Bahn. Unsere Lightning Lane ist um 20 nach 4. Und ja, dann haben wir noch eine Lightning Lane für Seven Dwarfs Mine Train um 5:30. Und dann gucken wir mal. Ich bleibe auf jeden Fall noch bis zum Feuerwerk, was um 8 ist. Ja, hier ist übrigens das Dorf von Belle. Ich weiß gar nicht, heißt, hat es überhaupt einen Namen, das Dorf? Hier ist der Brunnen mit Gaston. Oh, hier gibt es noch einen Shop. Da muss ich mal reingehen. Und hier ist Gastons Taverne. Und die Musik läuft. Das ist total schön. Ja, das ist
Ariel war tatsächlich sehr, sehr, sehr schön, fand ich sehr ansehnlich, kann man das so sagen. Was ich aber jetzt mal auch loswerden muss, diese Leute, die denken, dass sie mit ihrer Handykamera, mit dem Handyblitz oder mit dem Licht, was sie am Handy haben, die ganze Attraktion ausleuchten können. Auch beim Feuerwerk abends, ne? Also auch in Paris manchmal, denke ich mir, genau, mit eurem Handylicht bestrahlt ihr jetzt das ganze Schloss. Auch eben wieder bei der Attraktion. Und da sich die Bahn teilweise so gedreht hat, hat man halt dieses Licht gesehen von dem Handy. Und ich fand das so störend und irgendwie, er leuchtet ja nicht mit seinem Handylicht die Attraktion aus. Muss ich jetzt mal loswerden, dass mich das tierisch nervt, immer wenn die Leute ihr Handylicht anmachen, weil es wird nicht besser, das Video oder das Foto. Ja?
beim Dross Mine Train mit der Lightning Lane gefahren. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Bahn. Also das kann man nicht anders sagen. Gefällt mir echt gut. Etwas kurz. Um die 2,5 Minuten geht die Fahrt. Aber ja, ist schon cool. Aber jetzt war gerade 90 Minuten Wartezeit. Da lohnt sich schon die Lightning Lane. Aber man muss relativ früh sich entscheiden am Tag. Wir haben heute Morgen um 7:45 gebucht für 5:30 abends. Also die sind dann immer sehr, sehr schnell ausverkauft. Genau, so, jetzt fahren wir nochmal People Mover und dann werden die anderen mich verlassen. Dann bleibe ich alleine noch die restlichen 2 Stündchen bis zum Feuerwerk, denn ich möchte mir dann doch nochmal Enchantment anschauen heute Abend. Walt Disney's dream for an experimental prototype community of tomorrow. Progressing towards the checkered flag in your very own race car. Down the road, this is your chance to drive in the fast lane without worrying about getting a speeding ticket. Ja, die Mai Koslowski, die Love Floor Show. Total unfokussiert, sehe ich gerade. War tatsächlich sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Ist das die Schlange für den Fotografen? Halleluja. Ist ja riesig. Ja, die Leute stehen hier schon alle an fürs Feuerwerk. Ich werde mich aber diesmal ein bisschen weiter hinten platzieren. So mitten auf der Main Street, denke ich mal. Alter, ist die Schlange lang für den Fotopassfotografen. Ja, werde jetzt wie gesagt auf Toilette gehen, aber die Show mit Mai Koslowski war wirklich witzig, war interaktiv. Man hat mit dem Publikum zusammen gelacht und sie integriert, also kann ich ganz klar empfehlen. Hat mich positiv überrascht, sonst muss ich mich hier durch die Menge kämpfen und Kinderwagen in den Hacken. Alter, ist das hier voll. In a most enchanted place, one overflowing with the magic of dreams come true. Those who venture here, filled with hope in search of this magic, live inspired, changed by it, and discovered. If you go to your own mystery, you too will find what you seek, and perhaps something. So long as you simply believe. I will never stop until fairy tales can come true.
gifting every person who walks through these gates this shit. Look inside yourself and realize that you have everything you need to be all treasures, country, anything is possible, for you are the magic. Ja, das war natürlich ein toller Abschluss von unserem letzten Tag hier im Magic Kingdom. Ich muss mich jetzt verabschieden. Und ich habe gerade schon die Story für Instagram gedreht. Und da wurde ich schon ein bisschen emotional. Da hatte ich das ein oder andere Tränchen im Auge. Aber es ist auf jeden Fall nicht mein letzter Besuch gewesen. Ich werde auf jeden Fall... jetzt breche ich mir noch ein Bein, bevor ich gehe. Ich werde auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Vielleicht noch dieses Jahr, wir werden es sehen, ob es zeitlich und finanziell passt. Vielleicht dann sogar mit den Disney Buddies, Rina, Daniel. Mal sehen, was noch dieses Jahr geplant ist. Aber ja, ich muss mich jetzt verabschieden. War wirklich toll. Hat einen tollen letzten Tag, haben viel geschafft. Ich werde auf jeden Fall noch was zu dem Ganzen hier sagen, Genie Plus etc. Aber jetzt schaffe ich das nicht mehr, denn ich muss zurück ins Hotel. Aber morgen geht es ja noch weiter auf die Disney Cruise. Da werden auch noch Vlogs folgen, auf jeden Fall. Und ja, auf Wiedersehen Magic Kingdom. Bis zum nächsten Mal. Einmal umgedreht und ja. Abschiede fallen noch immer schwer, oder? Habe es ein letztes Mal zum Pop Century geschafft. Mit dem Bus. Es sind immer noch... Ich finde das so krass, ne? Wir haben, keine Ahnung, eiskalt gefühlt und es schwimmen so viele Leute im Pool. Was ich noch sagen wollte, ich habe gerade unsere Disney Dream Tags für die Koffer abgeholt, aber darauf werde ich morgen nochmal genauer eingehen, weil morgen geht es ja um die Disney Cruise, heute ja noch um unseren letzten Tag im Magic Kingdom. Morgen werden wir ja abgeholt mit dem Disney Cruise Shuttle, den haben wir dazu gebucht, aber genaueres dann morgen im Vlog. Und ja, geht früh raus, er holt uns um 8:30 schon ab, der Shuttle. Wir müssen um 8 Uhr schon am Merchandise Shop stehen, also ja,
früh raus, aber wir haben jetzt knapp 9 Uhr und den Rest noch zusammenpacken. Und dann geht's morgen auf die Disney Dream. Ja, haben wir mir noch Powerade gemixt mit Sprite geholt. Soll ganz gut schmecken. Schmeckt doch gut. Ja, wie gesagt, Rest gepackt. Achso, was ich noch sagen wollte. Also es folgen noch auf jeden Fall ein Q&A-Video zu Florida Disney Cruise. Da werde ich eine Fragebox auf Instagram posten. Dann wird ein Top 5 Walt Disney World Attraction Video kommen. Also meine Top 5. Ein Vergleichsvideo zu den Attraktionen Disneyland Paris und Walt Disney World habe ich auch geplant. Eine Hoteltour kommt online. Ein Preis, also was der Spaß alles gekostet hat, habe ich auch geplant. Also es folgen noch einige Videos, auch wenn die Reise dann schon vorbei ist. Hier schwimmen auch noch Kinder im Pool. Ich würde erfrieren. Das Wasser kann ja beheizt sein, aber man muss ja auch irgendwann raus, ne? Ja, jetzt fällt mein Arm schon wieder ab. Ja, also ich beende jetzt den Vlog von heute. War wirklich ein toller letzter Tag im Magic Kingdom. Und wenn ihr noch Fragen habt zu irgendwas, immer einfach unten in die Kommentare schreiben. Ich antworte gern drauf. Und dann sehen wir uns morgen in aller Frische auf zur Disney Cruise. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da. Ich kann keinen Kanal frei. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns morgen auf der Disney Dream.